Mach mal weiter, 4000 Trophäen sollten heute safe drin sein. Ah, jetzt. Der Gegner hat 4000 Trophäen und der Gegner ist Level 13. Ich glaube, mit dem Troll, der kommen wir jetzt hier nicht. Kommen wir jetzt hier nicht richtig weiter. Da ist jetzt mal die Elixierpumpe. Okay, hat auch den. Er hat den Ofen und der Ofen haut rein. Der Ofen haut rein gegen die drei Musketiere. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Ich laufe einfach mal über die andere Seite. Ich laufe einfach mal über die linke Seite. Ja, der Ofen, nicht verkehrt. Der Ofen ist nicht verkehrt gegen. Der ist jetzt stark gegen die drei Musketiere. Der ist stark gegen die Barbaren. Das. Okay, er hat auch eine Kanone am Start. Was hat er noch? Was hat der Gegner für Karten? Schöne Skeletons, die distracten das Ganze. Das Musketier kriegt da guten Schaden rein. Oh mein Gott. Da können wir heulen und das war's. Oh mein Gott, was hat er mit uns gemacht? Was hat er da mit uns gemacht? Ich fasse es nicht. Alle mal Meinung hier in den Chat schnell schreiben, hier in Twitch. Was sagt ihr dazu? Das war doch übel, oder nicht? Alter, was machen die Öfen mit uns, Mann? So, es gibt jetzt mal einen Sepp. Der Turm ist schon down, ne? Ist ja schon down. Ja, den Riesen können wir gar nicht mehr aufhalten. Das sind die Feierspiele. Das ist ein gutes Deck. Verflucht, das ist ein gutes. Ich kann es kaum aussprechen. Das ist ein gutes Ofendeck. Und ich weiß nicht, was ich mit meinen drei Musketieren machen soll. Er Gegner ein Lightning. Ich kann. Weiß nicht. Was soll ich machen? Wenn ich jetzt meine drei Musketiere setze, werden die gelightninged. Ich setze sie einfach mal. Mit dem Wissen, dass ich gleich, wenn die Musketiere vorne sind und er tatsächlich ein Lightning draufwerfen möchte. Na komm, wo ist dein Lightning? Gut, kommt nicht. Ich setze mal die nächsten ein. Ja, guck, das war meine Taktik. Und es überleben drei Musketiere. Es ist ein Mini-Packer, der fällt um. Und der linke Turm ist down. So will ich das Ganze doch haben. So, was machen wir jetzt? Nächste Elixierpumpe. Wir chillen. Ja, ist auch Damage am King Tower vorhanden. Da ist auf jeden Fall auch Damage am King Tower vorhanden. Ja, er hat Lightning dabei. Bester Counter überhaupt gegen die drei Musketiere. Aber ich hatte nicht drei Musketiere. Ich hatte sechs Musketiere. Und da wird's knapp für den Gegner. So, Base Race beginnt. Ich werde jetzt nicht mehr verteidigen. Ich werde es auf der rechten Seite durchziehen. Da kommt wieder ein Lightning. Haben wir wieder die drei Musketiere. Wir mischen nochmal die Skeletons dazu. Ragen das. Oh mein Gott, ich glaube, ich kriege den Turm nicht mehr. Komm schon, drei Musketiere, zieh mal richtig Damage. Komm schon. Ja, wir sind in der Verlängerung. Riese ist am Turm, meiner und seiner Riese. Alter, was ist das für ein knappes Game? Level 13 gegen Level 13. Ich jetzt hier mit einem relativen Trolldeck schnell einen Riesen rein. Yo, Riese distracted. Das kannst du wie gewinnen. Ich habe auch gar nicht auf meinen Riesen geachtet. Ich habe jetzt hier nur die Verteidigung gesehen. Richtig geiles, knappes Game. Level 13er gegen Level 13er. Ich spiele ein Trolldeck, weil ich dachte, ich spiele gegen den Level 10 an Level 11, weil ich nur so wenig Trophäen habe momentan. Und ja, es hat funktioniert. Ich habe überhaupt nicht auf meinen Riesen geachtet. Und auf einmal ist das Spiel zu Ende. Ich dachte, ich habe verloren, aber dann stand da einfach Sieg. Dann freue ich mich natürlich. Richtig nice. Geiles Game. Trimax, danke für all deine Tipps. Dank dir bin ich so gut geworden. Ja, sehr gerne. Dafür mache ich das ja mit den ganzen Tipps, dass meine Zuschauer dadurch besser werden in Clash. Sollten wir heute sicher kommen. Wollt ihr, dass ich das Turnier auf YouTube hochlade? Habt ihr da Bock drauf? Als Highlight das Ganze nochmal zusammengeschnitten. Jetzt hier mal alles oder nichts Taktik. Ich hoffe, der Gegner hat keinen Fireball-Sepp-Kombi. Ich rage das Ganze mal und habe auch noch einen Sepp am Start. Zack. Ist der Turm schon down? Jo, das nennt man einen aggressiven Start. Oh mein Gott, der Prinz fällt einfach um und der Gegner hat einen gemaxte. Der Gegner ist gemaxt. Er raged. Guckt ihn euch an. Er rastet einfach aus, ey. Nice. Nice Sache. So, wir setzen die Elixierpumpe. Dann setzen wir die Skeletons hinter die Prinzessin. Die sollten die Daumen kommen. Ja, sehr schöner Start. Gegner spielt Packer Double Prince und er hat
wirklich gute Karten, ein gutes Kartenlevel auf jeden Fall. So, jetzt ragen wir. Ne, das machen wir nicht. Ich will gerne die Barbaren dazu bringen, wenn ich das irgendwie hinkriege. Sehr schön. Jetzt möchte ich gerne einen Seppen. Komm schon, Sepp. Jo, geile Sache. Jetzt greift die Prinzessin die Barbaren an. Und genau das ist, was wir wollten. Und der Dark Prince macht da ganz schön viel Damage auf der. Oh mein Gott, was für Skeletons! Alter, waren das geile Skelette. Und das ist jetzt richtig Schaden am Turm. Geht der sogar down? Alter! Alter! Die Skeletons, die kosten nur ein Elixier und haben jetzt schlussendlich dafür gesorgt, dass die Musketiere den Tower angreifen konnten und dass der Prinz nicht meine drei Musketiere angreift. Und wir wissen, dass der Gegner das Packer Double Prince Deck spielt und kein Fireball, kein Poison oder sonstiges dabei hat. Wir können hier ganz locker die Karten stacken und jetzt hauen wir hier einfach mal die drei Musketiere hin, ragen das Ganze, hauen noch einen Sepp drüber. Okay, er freest. Wir hauen nochmal Skeletons rein. Nee, das bringt nichts. Das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Aber wir können schon wieder die nächste Elixierpumpe setzen. Und das ist auch okay. So, einen defensiven Riesen eingesetzt. Das Ganze wird nochmal gesappt. Die Türme können Damage dealen. Jetzt müssen wir hier die Barbaren einsetzen. Kommt der Packer nochmal zurück. Richtig gute Barbaren. Die töten jetzt die Prinzessin und der Packer kommt nochmal zurück. So, jetzt setzen wir hinter den Turm die drei Musketiere. Er könnte das theoretisch jetzt hier alles wegfreezen und dann wären wir im Arsch. Ich rage das Ganze mal, hoffe, dass er nicht den Freeze bringt. Zapp das nochmal. Und nochmal ein Zapp. Könnt ihr mal auftauen, bitte? Ah, die tauen nicht auf. Die tauen nicht auf und das sieht nicht geil aus. Und die Musketiere leben noch knapp. Aber da kommt die Prinzessin. Haut den letzten Hit raus und das Ding ist gewonnen. Das Ding ist gewonnen. Wurde zum Schluss nochmal knapp. Sah aber gut aus. Der Chat ist weg. Ja, den Chat müssen wir wieder anmachen. Der Chat fehlt, ne? Den müssen wir wieder reinpacken. Ist jetzt wieder da. Das nervt, dass der Chat immer verschwindet. Das ist von der Seite Tippy-Stream. Da kann ich leider nichts für. Ist noch so ein bisschen buggy, aber gut. Sehr schöner Sieg. Wir starten nicht direkt das nächste Game. Wir öffnen erstmal schnell alle Silver Chests. Vielleicht haben wir ja einen Poison-Spell dabei. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Alle anderen Karten sind halt maxed. Die bringen es nicht so richtig. Nee, schade. Gut, nächstes Game geht weiter. Schreib einfach weiter so, du bist cool und nicht arrogant. Danke. So, wir starten jetzt hier mit dem Riesen. Und ich denke, wir chillen erstmal, setzen eine Elixierpumpe. Okay, das war nicht so geil. Oh mein Gott, was hat denn der Gegner da alles am Start? Na, wir setzen mal die drei Musketiere. Hau nochmal einen Sepp drüber, damit die mal ein bisschen chillen, die ganzen. Die drei Musketiere machen schon guten Damage, ne? Die machen schon guten Damage, da kann man sich nicht beklagen. Ich hoffe, er hat kein Fireball oder sonstiges dabei, sonst. Und wenn man Risiko. Risiko Rage? Komm, Risiko Rage. Wofür machen wir das Ganze denn hier? Oh mein Gott, eine Valkyrie. Aber geht die schnell genug down? Komm schon. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, der hat einfach komplett eine Valkyrie dabei. Verflucht, da ging ich einmal ultra down. Habt ihr die Valkyrie gesehen? Alter. So, wir chillen einfach. Der Gegner hat anscheinend keine Zauber dabei. Wir können hier richtig schön unsere Elixierpumpen stacken. Und das sind ja gar nicht mehr so. Ich wollte ja dieses Trolldeck spielen. Da der Gegner einfach. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte das Trolldeck spielen, weil der Gegner. Ich dachte, die wären alle Level 10 oder so. Und auf einmal.
Spiele ich hier nur gegen Maxed Out Spieler oder kurz vor Maxed Out? Jetzt warten wir, bis das ganze Gedöns den Tower angreift. Und setzen jetzt die drei Musketiere. Und das sieht gut aus. Und die machen jetzt richtig Damage. Gut, der Tower ist down, das ist okay, das nehmen wir in Kauf. Wir setzen jetzt nochmal den Rage. Und wenn er jetzt die Valkyrie einsetzen sollte, dann geht die down. Sehr schön. Die gehen richtig down. Dafür habe ich das Ganze gemacht. Die Bogenschützen auch noch. Okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Er hatte so viele Truppen am Start. Das war jetzt nicht gut für uns. Das Game geht nicht mehr so lange. Ich muss hier ein bisschen durchrotieren in den Karten. Vielleicht nochmal die Barbaren dazu. Das wird jetzt hier der letzte Push werden. Das wird jetzt hier alles oder nichts. Jetzt gibt das Ganze nochmal einen Rage. Dann sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Und ihr wolltet ja den Double Rage sehen, aber ich denke, das bringt nichts. Wir machen es einfach mal. Double Rage. Wo ist die gegnerische Valkyrie? Nirgendwo. So, der Tower ist down. Sehr schön. Der Push geht weiter. Jetzt setzt man schon den Riesen ein. Der Riese kriegt ein paar Hits am Turm raus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wer das Game hier gewinnen wird. Ich habe so einen kleinen Plan, was ich vorhabe. Ich habe einen Plan, aber der Gegner lässt mich nicht. Ich versuche es einfach mal. Richtig nice, es funktioniert jedes Mal. Habt ihr das gesehen? Er hat sogar die Valkyrie dabei. Er hätte theoretisch alles dabei gehabt, um das aufzuhalten. Ich lasse den Gegner kommen. Sein Turm ist völlig frei, setzt die drei Musketiere da vorne an die Ecke, rage die und der Turm fällt innerhalb einer Sekunde. Richtig nicer Zug. Ja, ich werde dann natürlich immer noch Clash Royale. Ich werde natürlich immer noch ganz viel Clash Royale bringen, das nur beides zusätzlich. Mach mal bitte was mit Diceax und Puki. Mit denen habe ich auch schon telefoniert mehrmals auf Skype. Haben teilweise was geplant, hat sich nicht so ganz ergeben mit den Zeiten. Aber da wird mit Diceax wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Was machen wir denn gegen den Gegner? Der hat zu viel Flächendamage. Dann wird mal gesappt das Ganze hier. So, jetzt kriegt der Riesen schön Hit. Oh, kriegen wir jetzt hier noch einen Riesen vor? Das wäre halt super OP, ne? Ah, da sind die Barbaren am Start. Da packen wir natürlich die Fire Spirit. Nein! Die Prinzessin erwischt. Ich hasse die Prinzessin. Die hat so ultra wenig Leben da hinten. Und macht so viel Schaden und Nerv. Das war jetzt schon wieder schlecht gespielt. Ich bin ausgelaugt seit dem Turnier. Da geht nichts mehr. Oh mein Gott. Kriegen wir wenigstens das Musketier tot. Alter, spiel ich scheiße gerade. So schlecht habe ich uns noch nie gespielt. Was machen wir da? Machen wir da, Leute. Ach du meine Güte. Guckt euch mal bitte da rechts die Prinzessin an. Ich muss jetzt Kobolde einsetzen, weil die einfach 0,0 HP hat. Und noch so viel Damage am Tower raushaut. Ja, Kobolde teilweise am Tor, ein bisschen Damage geht raus. Kriegen wir das noch gewonnen? 1 Minute 15 Sekunden, ich glaube nicht. Gegner hat ja auch gemaxte Karten. 4000 Trophäen, das ist schon nicht schlecht. So, mal gucken. Nochmal ein Musketier eingesetzt. Jetzt predikten wir mal die Barbaren. Ich setz, vielleicht bringt euch das zurück ins Spiel. Ich setz jetzt die Fire Spirits. Oh mein Gott, nice. Und seine Barbaren sind down. Über nice. Aber ich habe noch die Valkyrie zusätzlich. Die müsste schnell gesappt werden. Ah, das hat was gebracht, weiß ich nicht. Habe ich auf jeden Fall gemacht. Das könnte mich zurück ins Spiel gebracht haben, oder? Geht der, ja, der rechte Turm geht down. Okay. Ich habe mich damit schon abgefunden, dass wir das verloren haben. Aber das haben wir noch gar nicht verloren. Das haben wir noch gar nicht verloren. Und was machen die zwei Musketiere? Das sieht doch nice aus. Was macht... 3 Crown Win! Alter! Ja, krass. Das muss auch ordentlich Trophäen geben, oder? 37 Trophäen.